Aua. Moin Moin, mein Name ist Hangischer Löwe. Mit mir spielt Harald, kleiner Wurm und die Mathilde. Hallöchen. Und die möchte euch jetzt was zeigen. Genau. Und zwar, ich möchte einen Trebok bauen. Deswegen habe ich eine wunderschöne kleine Ausbuchtung gebaut. Darauf setze ich jetzt, ich hoffe, das funktioniert auch wirklich so, erstmal eine Belagerungsbasis. Zack. Darauf kommt jetzt das Fundament. Juhu. Zack. Und darauf ich jetzt den Trebok-Kram hinzufügen. Und ich sehe gerade, dafür brauche ich 500 Holz. Die habe ich jetzt gerade nicht bei mir, aber es wird kommen. Wir sind dabei. Einfach nur, weil das ja auch zu unserem Heldenlogbuch gehört, dass wir das machen sollen. Genau. Sieht auch so ganz schick aus. Jetzt dann Esstisch. Ja, so drauf. Eine Tanzfläche, ne? Nee, einfach nur ein Esstisch. Oder so. So. Ja, es gibt eine weitere kleine Neuerung, bevor wir jetzt aufbrechen. Oh, welche Erneuerung haben wir denn noch? Ja, komm mit, Heinrich, ich zeige es dir. Oh. Muss mein Helmchen wechseln. So. Oh, du kleiner Lord Hähnchen. Ja. So, und zwar ist Heinrichs Plötze fertig. Oh, unvorstellbar. Ein schönes, geschecktes Pferdchen. Jetzt haben wir zwei Pferdchen. Wir sind auch vorhin einmal schon kurz geritten. Wir wussten aber nicht, wo wir hinreiten sollen. Genau. Deswegen. Darum haben wir es erstmal gelassen. Genau, weil wir wollten jetzt nochmal in die namenlose Stadt gehen, Dämonenblutfarm bei dem Riesentypen im Lendenschurz. Genau, und da brauchen wir erstmal keine Hottehüs. Ich habe meine drei Bögen mit Heilpfeilen. Moment. Mit Heilpfeilen, mit Giftpfeilen und mit Eisenkopfpfeilen. Und da fällt mir ein, wir sollten noch Gegengift mitnehmen, weil da soll eine fiese Schlange drin sein, wo wir hinwollen. Ja, und ich habe auch mal einen Bogen mit, obwohl das keinen Sinn macht. Aber ich soll ja nicht so viel in den Nahkampf gehen, hat man mir geraten. Ist zwar voll blöd in dem und Spiel, aber. Nimm ja. Vorsichtshalber auch nochmal Aloe-Extrakt mit, bitte, lieber Heine. Ja, ich habe schon 8, aber ich nehme mal mehr. Ich nehme mal 18. Mach mal. Wir haben es ja. Ey, bleib mal hier. Kann ich nicht mehr als 10? Ist ja doof. Nee, mehr als 10 geht zumindest nicht gestackt. Dann stacken wir das mal weg. So, ja. Attacke! Go, go, Power Rangers! Du, 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 du! Go, go, Power Rangers! La, 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 mit Power Rangers! Oder so. Mhm. Ja, du hast doch angefangen! Nee, du hast gesungen, dann. Hm, echt? Ja, mehr als ich. Ja, nachdem du angefangen hast. Whee! In die namenlose Stadt gehe ich mit dem Heinrich. Und ja, das war gerade extra schief gesungen. Wenn jemand sagt, das klang gut, dann sollte der mal zum Neurologen gehen. Oder sich wie Van Gogh die Ohren abschneiden. Ja, aber nur weil du die Ohrmuscheln oder das Ohrläppchen warst ja, glaube ich, nur bei Van Gogh. Wenn du dir Teile der Ohrmuschel entfernst, kannst du ja trotzdem immer noch hören. Und nicht mal richtig ganz durchgezogen. Ich meine, wenn du nicht, gar nichts mehr hören willst, dann musst du irgendwie dein Trommelfell entfernen, ne? Oder Hammer und Amboss und wie die ganzen Dinger da drin heißen. Steigbügel. Die Knöchelchen im Ohr sind irgendwie, ich weiß nicht, das muss ein Pferdefreund sich ausgedacht haben. Was ist das denn hier? Das sieht auch aus wie ein Eck. Ja, ist da noch ein Eingang? Nee, ne? Doch, sieht so aus, als ob es hier irgendwo reingeht. Ah, cool. Gucken wir mal. Ja. Was uns da so erwartet. Vielleicht irgendeine Instanz? Nö, ist einfach nur ein Loch, in das man nicht reinkommt. Oder? Aber noch es ist ja scheiße. Mann. Vielleicht kommt da ja noch was. Man weiß es nicht. Ja, mit dem nächsten Update in 5 Jahren. Ja gut, das letzte Update war ja erst, aber...
Ich will da rein! Ich will zu Lendenschurz-Typ. So, da kommen wir rein. Oh, ich nehme hier auch mal meinen Bogen. Oh, Harald! Halt in the name of Set! Aha, der ist tot. Also abholten müssen wir bei dem. Na gut, ist ja ein Skelett, was soll man da auch abholen? Ja, ein Abpraller! Attacke! Ich mach einen Feuerball! Mächtiger Feuerball! So ein großer Feuerball, Junge! By the old serpent, invaders! Oh, der schlitzt ganz gut. Ja, kannst du ernten. Hey, 4 Dämonenblumen. Wie viel brauchen wir noch? Jetzt noch 16. Hoho! Bald haben wir's. So, wo ist der Schlipper King? Irgendwo unten. Hallo? Ist da wer? Ist hier der Schlipper King? Nö, da sind Skelette. Wollen wir Skelette oder umgehen? Umgehen. Oder? Wo ist Keine Mr. Lust. Schlipper King? Hallo? Oh, wir sind beim Brutbecken. Oh, da hören wir uns. Da unten ist auf jeden Fall ein kleiner Drache. Brutbecken. Wollen wir Drachen schlachten? Für ein Dämonenblut auf jeden Fall. Okay. Ach Mist, ich hab hier meinem Kumpel keine Schleimsuppe gegeben, oder hast du das gemacht? Nein. Weil du hast ja Schleimsuppe organisiert, verdammt. Jetzt hat er überhaupt keine Heilung, das ist natürlich bescheuert. Ja, sonst kriegt er ein bisschen Schleimsuppe von Harald. Harald gibt ihm bestimmt was, aber Harald ist nett. Ein guter Harald. Oh, hab ich Glück gehabt. Harald hat auch nur 41. Fuck. Ich hab wirklich nur einen Dämon bekommen. Ja, hab ich auch gesagt. So, hab ich ihm was von meinem Essen gegeben. Ah, da ist noch ein Drachen. Ach nö. Also immer schlecht vorbereitet. Ich hab vorhin noch, bevor. Oh, das ist ein großer Drache. Vor der Aufnahme gedacht, wir brauchen noch Schleimsuppe. Oh, der ist wirklich groß. Den lassen wir mal. Da ist der Schlipper King. Hey, hey, Schlipper King. Ob er für uns Schleimsuppe hat? Ich
glaube nicht. Oh, Skelett voraus. Das kannst du zerhackstückeln. Ich kriege mit dem Häutemesser da nichts raus. Was soll ich denn da zerhackstückeln? Soll ich da mal hier Hacksteak machen hier? Im Hackemesser? Oh. Oh. Hackemesser. Ey, 20 verdorbenes Fleisch. Ey, es lohnt sich ja. Cool. Ob ich meinem Kumpel verdorbenes Fleisch geben kann? So. O Herr des Schlüpfers, gesegnet sei dein Name. Dein Reich komme in deiner Dortmund. Auf in die Verderbnishöhle. Genau. Geronimo! Ich fühle mich so verdorben. Das spirituelle Herz der Stadt. Da kriecht irgendwas auf den Boden. Eine Schlange! Seht, verzeih mir! Ich hab das nicht so gemeint. Oh, das sieht ja richtig schick aus. Und das ist eine richtig große Schlange. Genau. Die hat auch drei, Dings. Köpfe. Das heißt, wir müssen gut auf unsere Jungs aufpassen. Ja. Gut, dass sie ja Essen haben. Oh, da sind aber noch ein paar kleine Schlangen. Ja, die können wir ja so wegsnipern hier. Wenn man sie trifft. Wenn man sie trifft. Aber auf jeden Fall einmal getroffen. Wollen wir den Großen holen? Jo, ich habe auch Giftpfeile. Ich nicht. Macht bei mir. Reicht ja, wenn du vergiftest. Hey. Kommen die nicht an? Ja. Attacke, Jungs. Los, kleiner Wurm. Mach den großen Wurm kaputt. Harald, go, go. Oh, oh. Wie kommt der auf uns zu? Nee, die kommt auf mich zu. Hey, du Kackschlange. Ah, mit dem Bluten von Harald und den Vergiften und den Heilpfeilen geht das doch. Schau dir das an, wie Randzeige runtergeht. Oh. Ich muss mich mal ausruhen. Ah doch, geht noch schon wieder. Ja, unsere Jungs sehen nicht gut aus. Lol. Oh cool, ich konnte einen Knochenpfeil wieder aufsammeln. Boah. Greif mich an, greif mich an. Elendes Kackvieh, deine Mutter ist eine Dose. Ah ne, wir sind ja nicht mehr bei Terminator. Tot! Und unsere Leute auch? Nee. Nein. Die leben noch. Ich kriege jetzt ein paar Heilpfeile. So, dann gucken wir mal. Jetzt die Frage, Hackmesser, also Spitzhacke, das hatte Carsten gesagt.
Und Harald hatte gesagt, heute Messer. Wir kennen Carsten länger, oder? Ja. Harald, nimm uns das nicht übel, aber wir, hör mal das, was auf Carsten sagt. Also. Und? 89. Juhu! Die anderen Schlangen sind ja kacke. 89 Dämonenblut habe ich gekriegt. Geilomat. Wo sind unsere Jungs hin? Einer ist bei mir. Was? Ach nee, ach, Harald ist bei mir. Du bist weggegangen. Deine Stufe ist nicht hoch genug. Hey du, kleiner Tempel. Mach mal auf da. Was braucht man dafür einen Schlüssel? Ich habe keinen. Mhm. Ich habe jetzt den. Aber die Stufe ist trotzdem nicht hoch genug. Ich glaube, dafür brauchen wir Stufe 60. Och man. Wie bei dem Mega-Kroko bei unserer alten Basis. Aber weißt du, was wir jetzt bauen können? Endlich. Ja, ich weiß. Juhu. Die anderen Truhen habe ich hier schon ausgenommen. Okay. Gab nur ein bisschen Goldtaler. Gold ist gut. Ja, 2 Goldbarren, 10 Goldmünzen und 14 Silber. Gold ist gut. So, ich fühle mich jetzt so sehr verdorben, ich gehe wieder raus. Zum Schluss. Nee, Gold ist gut, weil das brauchen wir, um hier alchemistische Grundsubstanz herzustellen. Wir wollen ja rein theoretisch mehr als nur einen einzigen Kartenraum bauen, oder? Ja, theoretisch brauchen wir ja mehr, ne? Und zwar am besten immer am an einer Säule. So. Eierkopf. Guck mal, da ist noch so ein verdorbener Eingang. Ja, hat 2 Eingänge, links und rechts. Warum gab es ja gerade 2 Treppenaufgänge? Hm. Nee? Das ist der gleiche? Ja, ist der. Glaub's mir doch. Sim. Schau einer an. Jo. Okay. Joa. Jo. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen nach Hause, bauen unseren ersten Karten. Und dann war ja bei uns in der Nähe noch so eine Silbermine, die wir uns auch noch mal anschauen wollten. Oder wir reiten. Zur Silbermine. Okay. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wo die war. Ja, ich muss noch mal gucken. Oh, hier sind ja so viele Skelettos. Ja, die machen was. Ah, einer verfolgt dich. Oh, passiert. Ja, ich muss mal kurz orientieren hier. Da lang. Da lang. So. Nicht da lang. Da war was Großes, ne? Gut, aber dann wissen wir ja jetzt, wo wir sehr schnell sehr gut Dämonenblut herkriegen. Ja, und da war wirklich ja gut machbar. Also wir hätten ja, nur absolut. Unseren Leuten mal was Schleimsuppe geben müssen. Oder mehr Schleimsuppe, ja. Ja, aber dank der Heilpfeile ging es ja trotzdem. Ja, trotzdem, so 200-300 kann man denen ja geben. Ja, auf jeden Fall. Wann der Ausgang da vorne. Ach, pass auf, sind schon neue Wachen gespawnt? Ach, da wird er gut durchgelaufen. Man muss das ja nicht unnötig in die Länge ziehen, ne? Nö, nicht gespawnt. Doch gut. Brauchte nicht einmal hier so ein Gegengift. Nee, ich auch nicht. Aber das hätten wir vielleicht unseren Jungs geben sollen. Also die waren zwischenzeitlich ganz schön. Können die das auch schlucken? Keine Ahnung. Hier ist ja noch nicht so dunkel.
Ach, ich wollte gerade mich mit der Alt-Taste umgucken, aber es geht ja hier nicht. Stimmt. Das ging bei Dings. DZ, Tarkov. Genau. Und bei was ich nicht noch was PUBG. Spiele. PUBG. Ach, stimmt. Auch schon ewig nicht mehr gezockt. Nee. Hat sich bestimmt auch nicht verbessert. Ja, es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ja, aber die Maps waren ja immer gleich und auch irgendwann konntest du nicht mehr sehen. Oh, und schon konntest du es nicht mehr sehen. Wenigstens habe ich da Leute gekillt. Ich auch. Ja? Nur nicht so erfolgreich. Aber ich habe auch Leute gekillt. So, haben wir eine Schatztruhe oder sowas? Oh, jetzt wird so Wundsekret. Kriegen wir Wundsekrete? Zweifelsfall von irgendwelchen Viechern hier immer noch. Zum Beispiel vom Skorpion. Ah, da waren wir ja gerade. Ne? Holen wir uns mal gleich. Snacken wir mal ein paar weg. Ja, es fehlen nämlich genau 3 Wundsekret. Aber erstmal will ich gucken, ob... Kann's ja schon mal vorgehen. Ja, mach ich gleich. Muss nur mistlos werden. Naja. Ja, Schlangenpfeiler habe ich doch ganz gut weggebraten. Fehlen uns 2 verderbte Steine, weil uns 2 Wundsekret fehlen. Ah! Mir fehlt gerade was ganz anderes. Wo sind die ganzen Knochen hin? In der Waffentruhe sind aus irgendeinem Grund ganz viele Knochen. Wofür brauchst du Knochen? Ja. Ach, hier liegt's, mein Leuchtstab. Ich habe ihn irgendwie abgelegt. Ach so. Der lag in der Waffentruhe. Jetzt habe ich ihn wiedergefunden. Jetzt brauche ich keine Knochen mehr. Ist doch schön, hat sich das auch geklärt. Wow. Frech. Ist schon auf der Jagd nach Skorpione. Toll, jetzt wird schon wieder hell, jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Mit was kriegt man am besten Wundsekret raus? Ich glaube. Ne, mit was? Weiß es nicht. Musst du austesten. Dann teste ich das gleich mal. Versuch es jetzt erstmal mit dem Abhäutemesser. Nö, das ist Chitin. Dann vielleicht mit der Sichel oder Hackemesser? Erstmal probier's mit dem Hackemesser. Nein, Chitin und Wildfleisch. Spitzhacke. Ne, jetzt kommt die Sichel. Die habe ich nicht dabei. Ja, die hab ich dabei. Oh, 2. Ach, ich hatte so eine Spitzhacken-Axt. Jetzt hackt die doch bestimmt, ne? 3 Wundsekret habe ich. Sehr schön. Also, es reicht, aber... Können ja noch ein paar, ein bisschen mehr sein. Ja, ich lauf mal weiter.
Also mit der Spitzhacke hast du das gekriegt. Ja, mit der Spitzhacke wäre besser, aber diese Spitzhack-Axt zerhackt und piekt halt so eine Mischung aus beiden, ne? Darum habe ich beim zweiten nichts rausgekriegt. Aber da ist noch ein Kudu, den nehme ich auch. Dann gibt es gleich Futter. Futter für den Heinrich. Ey, du kleines Arschloch. Ah, mein Getreuer ist aufgestiegen. Super. Sehr schön. Also ich krieg mit der Spitzhacke nur Chitin und Wildfleisch. Ja, bei einem hatte ich nur Fleisch gekriegt und beim anderen hatte ich dann 3 Wundsekret bekommen. Ich habe jetzt gerade 2 von den kleinen platt gemacht. Ja, Skorpione, kommt mal her. Schlangen könnten auch Wundsekret. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, gerade wieder. Einer gibt Wundsekret und der andere gibt Wildfleisch. Also jetzt habe ich gerade nur einen dazu gekriegt. Aber ich mache jetzt hier erstmal so 10. Ja, wir haben ja, wenn erstmal auf jeden Fall genug ist, haben wir nur 2 gefehlt. Dann wissen wir halt, ach da bist du. Müssen wir halt jetzt, dann müssen wir halt jetzt ab und zu mal ein paar Insekten töten. Probier's bei dem nochmal mit der Sichel. Der ist ja gleich tot, ne? Hey, such dir einen eigenen. 2 Wundsekret. Juhu. Ah, lass uns zurück. Okay. Können wir unseren Jungs auch direkt nochmal Schleimsuppe geben? Da haben wir jetzt, also ich müsste fast 1000 gekocht haben. Ich hab meinen schon was gegeben. Du bist ja gut. Aber nur ein bisschen. Harald, wie sieht's bei dir aus? Ah, du hast auch keine mehr. Du kriegst dann auch was Neues. Lecker, lecker Schleimsuppe. Ah, stehst du. Bisschen einseitige Ernährung, aber ey. Wir haben uns eine Zeit lang nur von diesen Steaks ernährt. Das war eine Keto-Diät. Entschuldigung, Katze. Ich habe mich minimal bewegt. Jetzt kann man nicht mehr kuscheln, ne? Wie kannst du es auch nur wagen, dich zu bewegen, wenn die Katze sich herablässt, mit dir zu kuscheln? Hm. Genau, herablässt. Ja. Du musst dich geehrt fühlen, wenn die Göttin zu dir kommt und sie mit dir kuschelt. Also es ist... So. Braucht man noch? Eisenverstärkung und Kristall. Wie soll ich in das Wundsekret reinhauen? Im Feuerschalenkessel, bitte. Jo. So, 35 Eisenverstärkung. Wo ist die Eisenverstärkung? Ah! Ah! Warum machst du komische Geräusche? Weil ich es kann. Ich stelle einen Kartenraum her, Heinrich. Hey, Prinzessin. Ich stelle einen Kartenraum her, Heinrich. Ach nee, das ist Harald. Ha,
Harald kriegt was zu futtern. Komm, Harald. Weil du sie nicht gekuschelt hast, hat sie jetzt an meinen Stuhl gekratzt. Jam, jam, lass es dir schmecken, Harald. Einen Kartenraum, ich baue einen Kartenraum. Raum, Raum, Kartenraum. Hallo Heinrich, hallo, hallo, guckst du mich an? Hallo Heinrich, hallo. Hallo Heinrich, hallo. Ja, guck ja. Guck mal, was ich kann. Ich kann treten. Hui, boink, boink. Macht Spaß. Der Kartenraum, ne? Ist schon zur Hälfte fertig. Gucken wir mal, wo wir ihn hinstellen können. Ja. Die Tür auf. Ich sehe dich. Komm doch einfach richtig auf den Schoß, statt halb auf der Tastatur, halb auf mir zu sitzen. Ja, okay, dann hock dich eben neben meine Maus. Auch gut. Und wehe, dieser scheiß Kartenraum lässt sich jetzt hier nicht platzieren. Ja, das wäre echt, würde ich einen zu viel kriegen. Weil dann weiß ich gar nicht, was ich hier drinnen bauen soll. Ich bin so gespannt. Aber bau den so ein bisschen schräg, dass man das Loch da nicht mehr sieht. Das Loch bei dem Aufgang. Ich würde ihn direkt in die Mitte bauen. Direkt in die Mitte. Ich komme mal ein bisschen um, dass ich ihn auch wirklich mittig platziere. Ob das geht, sehe ich das da unten? Ja. Oh, der ist ja riesengroß. Das X gefällt. Oh ja, das gefällt mir. So baue es. Ja, ich springe auf die Welt. Aua, das hat weh. Ich bin auf dem Vulkan. Ich bin im Vulkan, Heinrich. Ich bin im Vulkan. Ich bin im Vulkan. Mir ist auch so hot. Und wir haben das Lochproblem weg. Wir haben das Lochproblem weg. Deswegen, ja. Dieses verkackte Loch. Das Loch ist weg. Das Loch ist weg. Das Problem, was ich nur habe, ich musste direkt am Rand. Ich komme nicht mehr in die Mitte, ne? Das ist halt ein bisschen unschön. Jo, da ist der halt nach oben offen. Finde ich, hat eigentlich auch was mit so einem Stern nach oben. Ja, aber ich wollte da oben meinen Tempel draufsetzen. Dein Tempel passt da bestimmt auch so drauf, der ist ja nicht so. Ich krieg die Decke nicht zu. Das ja, der muss ja nicht in der Mitte sein, der kann ja am Rand sein. Hm. Ich überleg mir da was. Wie benutzt man den jetzt? Ah. Man muss auf E drücken. Es kann nur einer ihn benutzen. Okay. Armband nicht eingestellt. Kartenraum ins Inventar. Aha. Nein. Ah, okay. Also du musst ja an den Stein ran, genau. Ah, hier kann ich teleportieren. Weil wir das freigeschaltet haben, ne? Ah, guck mal, und das Geile ist auf dem Kartenraum, wenn du dich da vorstellst, dann siehst du auch, wo du hin teleportierst. Ja, ja, ja. Ah. Cool. Wenn man jetzt wüsste, wo was ist. Also das hier ist der mitten in der Wüste beim Brumbrum-Tempel. Das heißt, der hier ist der bei uns um die Ecke. Und der ist in einer namenlosen Stadt. Ja. Was waren diese... Was waren gerade dieses Hup? Hast du das gehört? Diese, kam das vom Kartenraum? Ich habe kein komisches Hup gehört. Als ob da jemand durchs Horn geblasen hat. Okay. Okay, cool. Jetzt haben wir einen Kartenraum. Endlich.
Katze wie an einen Kartenraum. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich das so offen lasse. Hat natürlich auch was, wenn man so direkt runter gucken kann, aber... Ja, ich pass auf, ich hol mal deinen Tempel. Kleiner, wollen wir mal gucken, was die jetzt machen will, ne? Ah, da hast du recht, da hast du recht, da hast du recht. Und sonst so, was macht dein Privatleben, kleiner Wurm? Vermisst mir Sunday. Ja, an die arbeiten wir. Oh, hier hast du die Treppen richtig gut hingekriegt. Ja, machen. Übt. Ich geh mal runter mit dem kleinen Wurm, dann stören wir nicht. Hier, guck mal, hier würde der hinpassen. So direkt am Rand. Jo. Das kann ich mit meinen Gefühlen irgendwie nicht vereinbaren. Du kannst natürlich auch sozusagen nach hier, könntest du ja einfach nach hinten noch einen kleinen Balkon bauen. Nee, ich, weißt du was, ich glaube, ich werde so nah wie möglich an den Säulen mal, andersrum, an diesen Kartengedöns werde ich so nah wie möglich nochmal Säulen nach oben bauen. Vielleicht komme ich dann noch ein bisschen weiter raus hier. Oder ich mache mal diese dreieckigen Dinger weg und versuche nochmal von den viereckigen welche zu bauen. Aber ich habe nur noch die gehabt, darum habe ich die einfach mal so rangeballert. Okay. Mal gucken. Irgendwie kriege ich das ja schon zu. Okay. Oder vielleicht ein bisschen zu, damit ich den Kartenraum, mein Tempel drauf kriege. Ja, jetzt müssen wir rein theoretisch nur noch mehr Kartenräume bauen und die bei den ganzen Säulen platzieren. Ja, und dann brauchen wir keine Pferde mehr. Ja. Aber erstmal müssen wir die finden und da können wir unsere Ausritte mit den Pferdchen machen. Also einfach nur zum Gegend erkunden. Ja, aber ich werde es trotzdem nochmal an den Dach basteln. Das kannst du gerne tun. Ich überlege, was kann ich denn mal machen? Hier kannst du ja hier Stahlbarren herstellen. Ja, das Problem ist, da brauche ich Dings für Teer. Und Teer kriegst du wodurch? Durch Gerberei. Ja, das heißt, du brauchst Felle. Exakte Mundu. Dann geh doch jagen. Ja, oh. Spielst du mal Wildjäger? Mathilde die Jägerin. Wir haben ganz schön viel Chitin. Ja. Oh, wir können einen außergewöhnlichen Rückenpanzerschild machen aus dem Chitin. Das mache ich mal. Brauche ich nur noch ein bisschen Seile für Zwirn, für Döns. Möchtest du auch einen? Nee, du brauchst ja keinen Schild, ne? Ich habe aktuell einen. Bau den mal und guck mal, wie gut er ist. Wenn er natürlich hervorragend ist, dann würde ich den natürlich der auch nehmen. Der hat Rüstungsdurchdringung 2, ist mittel. Haltbarkeit, 1200. Ah, die Eisentage ist aber... Besser, die hat 2900 wahrscheinlich, ne? Genau, aber der Gesundheitsschaden und die Rüstungsdurchdringung ist gleich und Gesundheitsschaden ist geringer. Ich glaube, ich probiere es einfach mal mit dem neuen Schiff. Mach mal. Einfach mal ausprobieren. Mal gucken, wie der aussieht.
Der sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Wie so eine Spinne. Was sagt denn unsere Aufnahmezeit, lieber Heinrich? Boah, wie sagt's? Ja. Liegt im Limit. Also, liegt im Bereich, ja. 42 Minuten haben wir gerade. Mit bisschen Vorgeplänkel. Siehst du, ich kann ja auch ein... Entschuldigung. So ein bisschen von dem, was wir hier an Häuten haben, das kann ich einfach mal umbearbeiten. Wir haben so viele Reptilien. Ja. Brauchen wir ja so gar nichts. Nee, es gab, glaube ich, eine Rüstung, da kannst du es, glaube ich, anwenden, aber die war jetzt nicht so. Ja, dafür brauchen wir aber abgründige Zähne für. Ja, aber es gab davor auch noch eine, die, glaube ich, war nicht so gut. Fell, das können wir ja mal nutzen, das können wir ja mal wegkräuten. Ja, das kannst du abarbeiten. Nashorn können wir auch abarbeiten. Schon kriegen wir ganz viel Haut, ohne dass sich das Gebäude benutzt. Ach, wir wollten noch in die Silbermine. Das machen wir dann, glaube ich, nächstes Mal. Das können wir dann nächstes Mal machen mit der Silbermine. Ja, dann können wir ja mal einen Break machen, oder? Jo. Jo. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo. Ja, oder alles drei zusammen, ne? Jo, wir nehmen alles. Über Tipps freuen wir uns natürlich, versuchen sie so zeitnah wie möglich umzusetzen. Klappt nicht immer, manchmal vergessen wir auch den einen oder anderen Tipp zwischendurch, das ist dann natürlich nicht böse gemacht. Aber das wisst ihr ja. Genau. Also, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.